Warum du immer groß träumen musst, mehr Ziele brauchst, mehr Träume brauchst, mehr Visionen brauchst. Ich war schon immer ein Mensch. Schon als kleines Kind hatte ich sehr viele Träume, sehr viele Ziele, sehr viele Visionen, sehr viele Ambitionen. Und habe vieles ausprobiert, habe vieles gewonnen, vieles verloren, sag ich jetzt mal so, aber that's life. Du musst viel träumen, du musst viel Ziele haben, weil eins muss dir klar sein. Du kannst nicht jedes Ziel erfüllen. Und das wird dich irgendwann frustrieren. Aber je mehr Ziele du verfolgst und vielleicht Erfahrungen, die du daraus sammelst und dich besser machen, weißt du, was ich meine? Je mehr Erfahrungen du sammelst, desto besser wirst du. Und diese Erfahrungen führen dich immer mehr zu deinem Hauptziel hin. Weil du musst immer. Ich hatte schon immer eine Vision und darauf arbeite ich schon mein ganzes Leben lang hin. Und sage mir, egal mit welchen Mitteln, egal mit welchen Wegen, egal was ich machen muss, ich mache alles dafür, dass dieses Ziel erreicht wird. Aber währenddessen hatte ich schon hunderttausende gefühlte andere Träume und Ziele, die ich erfüllen wollte. Und dadurch habe ich mir so viele Eigenschaften angeeignet. Kampfsport gemacht, Badminton gemacht, viele verschiedene Sportarten gemacht, Musik gemacht, so, egal, viele verschiedene Dinge ausprobiert, wirklich Weibern hinterhergerannt und alles Mögliche, viele Fehler gemacht, viele gute Dinge gemacht. Und diese Erfahrungen haben mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Deswegen sage ich dir, du brauchst immer ein Plan B, C, D, X, Y, Z, Gamma, Alpha, Delta. Du musst immer weitermachen. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, weil diese Mentalität führt dich nur zu mehr Erfolg. Aber wenn du schon gleich, du hast nur einen Traum, du willst jetzt ein UFC-Fighter werden, dann erfüllt sich dieser Traum nicht und du hörst dein komplettes Leben auf und settle for less, du gehst dann 9-to-5 machen. Gehst arbeiten dein ganzes Leben lang, weil sich dieser eine Traum nicht erfüllt hat. Wie lächerlich ist das? Du brauchst mehrere Träume, mehrere Ziele, mehrere Bestimmungen, mehrere Visionen, weil so kommst du auf jeden Fall weiter voran im Leben. Aber wenn du ständig nur den Kopf in den Sand steckst, weil sich irgendwas nicht erfüllt hat, wie du es dir vorgestellt hast, grinde weiter. Mach weiter, scheiß drauf. Das ist eine Sache, aber so viele Dinge, weil du musst dann sehen, was du schon alles erreicht hast. Weil manchmal sehen wir nur die Scheiße, manchmal sehen wir nur, was wir nicht erreicht haben, aber sehen gar nicht, was wir alles schon damit mitgenommen haben, mit diesen ganzen Erfahrungen, mit diesen ganzen Niederlagen, welche guten Dinge du damit erzielt hast, sag ich jetzt mal. Deswegen sehe nicht nur das Negative. Hab immer mehr Träume und mehr Ziele. Auch wenn sich ein Traum und ein Ziel nicht erfüllt, geht's weiter zum nächsten. Wenn diese immer weiter und immer weiter und wenn. Du weißt, was ich meine. Es hört niemals auf, weil nur so wirst du erfolgreich. Erfolgreiche Menschen geben niemals auf. Und erfolgslose Menschen haben nie wirklich angefangen, wirklich erfolgreich zu werden. Aber wenn du schon erfolgreich bist, dann weißt du sowieso, dass du es willst, dass du es kannst, dass du es drauf hast. Und diese Confidence, diese Sicherheit kommt erst, wenn du gewisse Erfahrungen gemacht hast mit dir, mit anderen Menschen. Und dann weißt du, zu was du imstande bist. Aber wenn du ständig nur zu Hause sitzt und nichts machst, wundere dich nicht, wenn du nichts erreichst. Deswegen in diesem Sinne, arbeite an dir, wie ich es immer sage, glaub an dich und verfolge mehr Ziele, verfolge mehr Träume, arbeite noch härter an dir und lern dich noch mehr selbst kennen und scheiß drauf, was die anderen sagen. Peace.